Nach 6 Jahren Pause kehrte Stefan Raabs Kultshow im November 2021 ins Fernsehen zurück. Seitdem führt der 46-Jährige einmal wöchentlich durch die Sendung. Am frühen Dienstagabend teilte ProSieben via Twitter mit, dass der Moderator aus gesundheitlichen Gründen für die aktuelle Aufzeichnung nicht zur Verfügung stehe. Über die genauen Hintergründe machte der Privatsender keinerlei Angaben. Diese Ehre überließen die Münchener letztlich Puffpaffs Ersatzmann, Michael Bulli Herbig. Der 54-Jährige übernahm am Mittwoch aushilfsweise das beliebte Format und trug gleich zu Beginn ein selbst getextetes Lied über seinen kranken Kollegen vor. Er fuhr mit einem Fahrrad fröhlich durch den Wald. Doch Anfang November ist es glitschig und auch kalt. In einer scharfen Kurve rutschte er dann plötzlich weg. Er knallte auf den Boden und dachte sich, oh Schreck, sang der 54-Jährige. An eine Weiterfahrt war jedoch nicht mehr zu denken, denn der offenkundige Fahrradunfall hatte schmerzhafte Folgen für Sebastian Puffpaff, wie Herbig weiter singend verrät, der Bauch tut weh, der Rücken auch. Was mag das wohl sein? Ja, Rippenbruch. Vierfacher Rippenbruch. Autsch. Die Verletzung ist so gravierend, dass der Nachfolger von Stefan Raab auch für die anstehende Wok-Weltmeisterschaft ausfällt. Am Samstag sollte er in Winterberg gleich mehrfach an den Start gehen. Daraus wird nun nichts, wie ProSieben bestätigte. Ob der 46-Jährige nächste Woche wieder das TV-Totalpult übernehmen kann, ist derweil noch unklar. Bulli führte erwartungsgemäß souverän durch die Sendung und wünschte seinem Kollegen nach seinem Ständchen alles Gute. Werde schnell wieder gesund. Du wirst hier ganz dolle vermisst. Thank you.